Ich erzähle euch ein Beispiel aus meiner persönlichen Praxis. Ich habe in meiner Berufslaufbahn viele Führungskräfte eingestellt. Das aufgrund von Gesprächen, die ich geführt habe, persönlich mit den einzelnen Bewerbern und dann noch im Rahmen eines Hearings durch eine Hearing-Kommission. Und natürlich habe ich versucht und die ganze Hearing-Kommission, wir haben versucht, den bestgeeigneten Bewerber für oder Bewerberin, wir haben sehr viele Frauen eingestellt, in Führungspositionen, für diese ausgeschriebene Position zu finden. So, jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass auch die besten Bemühungen nicht zwangsläufig dazu führen, dass man die Entscheidung im Nachhinein auch noch für gut befindet. Jetzt ist es so, ist zum Beispiel ein Heimleiter gewesen. Ja? Das Heim ist nicht dort, wo ich mein Büro gehabt habe, sondern an anderer Stelle. Ich kriege eigentlich gar nicht mit, was diese Person jetzt in dieser neuen Aufgabe tut. Ich kann auch nicht hingehen und sagen, na, macht sich denn der neue Heimleiter? Hat er schon irgendwelche Fehler gemacht oder nervt er euch irgendwie? Das wäre illoyal und ich muss ja als Führungskraft hinter meinen Mitarbeitenden oder hinter den nachgeordneten Führungskräften stehen und kann nicht zu Illoyalitäten aufrufen. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht im Haus fragen oder mich erkundigen, sondern ich muss einfach warten. Und dann kommen Rückmeldungen zum Beispiel vom Betriebsrat. Oh, die neue Führungskraft hat sich sehr ungeschickt benommen, zum Beispiel, und hat bei einer ersten und hat eine ganze Gruppe gar nicht extra begrüßt und ist gar nicht zu der ersten Besprechung von den, sagen wir, Küchenmitarbeitern gegangen. Und die sind jetzt sehr enttäuscht, weil jetzt ist der neue Heimleiter schon ein halbes Jahr da und die haben ihn noch überhaupt nie gesehen und der hat sich überhaupt noch nie bei ihnen vorgestellt. Und da tendiert man dazu, weil ja das Bild ist, ich habe eine gute Entscheidung getroffen oder ich will mir das Bild aufrechterhalten, ich habe eine gute Entscheidung getroffen, dann denke ich, na ja, am Anfang kann man Fehler machen und er wird schon nicht so gemeint haben und viel später bin ich dann drauf gekommen, dass im Fall einer schlecht getroffenen Entscheidung ich sehr lange einen sogenannten Bias bei der Wahrnehmung hatte, in die Richtung, dass ich kritische Rückmeldungen über diese Person, die eigentlich schon erkennen hätten lassen, dass die Entscheidung keine gute war, dass ich die ausgeblendet habe, weil ich gehofft habe und das so wollte, dass das eine gute Entscheidung ist. Und daher wollte ich mir Mosaiksteinchen, die schon gezeigt hätten, dass diese Entscheidung vielleicht nicht so gut ist, die habe ich ausgeblendet und ich habe eigentlich bin ich mir selber später auf die Schliche gekommen, relativ lange gebraucht, um bei Fehlentscheidungen auch draufzukommen, dass das keine gute Entscheidung war und eventuell gegenzusteuern durch Mitarbeitergespräche oder eben, dass ich den Vertrag, der am Anfang nur ein Jahr befristet war, eben nicht weitergeführt habe, weil sich herausgestellt hat, dass diese Person die Erwartungen, die wir anlässlich des Hearings gehabt haben, nicht erfüllen konnte. So, das war jetzt ein persönliches Beispiel. Ich will nochmal auf das Generelle zurückkommen. Unsere Kognition funktioniert so, wir sehen etwas, wir wissen gleich, was es bedeutet und wir handeln sofort. Im Management sollten wir versuchen, unsere Beobachtungen möglichst detailliert zu führen, ohne eine Bedeutungszuweisung zu treffen. Die Bedeutungszuweisung sehr differenziert, also die einzelnen Aspekte auch zu bewerten, auch wenn das eine positiv, das andere negativ ist oder manche Dinge nicht zusammenpassen, diese Unsicherheit auszuhalten und die Schließung des Bildes, indem wir dann sagen, da habe ich eine gute Führungskraft eingestellt oder da habe ich eine Führungskraft eingestellt, die definitiv nicht
zu dieser Organisation passt und die ich wieder entfernen muss aus der Organisation. Diese Schließung des Bildes, die sollte ich möglichst spät machen als Führungskraft. Und damit das gelingt, damit ich diese Unsicherheit aushalte, brauche ich Ambiguitätstoleranz. Und diese Ambiguitätstoleranz können wir auch trainieren, indem wir ganz bewusst einzelne Aspekte nebeneinander stellen und sagen, das spricht für diese Person und diese Fähigkeiten hat diese Person und das macht sie gut. Und da das ist kritisch zu sehen, was sie hier tut, und das frustriert die Mitarbeiter, wenn sie so und so tätig ist. Und da merke ich, dass ich auch mit einem Mitarbeitergespräch, wo ich diese Dinge thematisiert habe, letztlich dieses Verhalten nicht ändern kann, weil es manche Personen, manche Führungskräfte brauchen es, andere sozusagen zwischen den Zeilen klein zu machen und abzuwerten. Und wenn so eine Dynamik dann sich auch zeigt, dann kann ich die positiven Eigenschaften dieser Person trotzdem sehen und kann am Schluss mein Bild schließen und kann sagen, aber jemand, der andere nicht wertschätzend behandeln kann mit anderen und damit mit sich selbst nicht wertschätzend umgeht, der hat in dieser Organisation keinen Platz, zum Beispiel. Aber es geht darum, sozusagen ein Bild nicht vorzeitig zu schließen, sondern sich dafür Zeit zu lassen und die unterschiedlichen Aspekte aufzunehmen, nebeneinander zu stellen und nicht gleich zu beurteilen. Das wäre die Anforderung von Ambiguitätstoleranz, die wir im Prinzip an alle Menschen stellen sollten, aber die natürlich für Führungskräfte ganz besonders wichtig sind. Und Führungskräfte, die sofort wissen, irgendwas ist schlecht oder irgendein Mitarbeiter ist schlecht und sofort eine Sanktion setzen, die sind meistens nicht gut für eine Organisation und auch nicht angenehm als Führungskräfte. Und sie können auch die Potenziale, die Mitarbeitende haben, nicht ausreichend zur Entfaltung bringen. Daher bitte Leute, wenn ihr Sozialmanager werden wollt, trainiert Ambiguitätstoleranz.